Wenn ich bis null gezählt habe, bin ich völlig wach. Ich bin bei vollem Bewusstsein, habe einen klaren Verstand und weiß wieder genau, wo und wer ich bin. Ich löse mich jetzt aus der Illusion, ich sei mein Körper, mein Ego oder ich. Ich lege jetzt meine Identifikationen ab, über die ich mich bis hier definiert habe. Ich bin von allem Möglichen, alles und nichts. Ich bin der Beobachter und nur der. Ich brauche keine Urteile mehr, keine Autoritäten, keine Lügen, keine Gesetze, keine Gerichte, keine Trennung, keinen Namen, keinen Besitz, keinen Ruf. Durch mich lebt alles und wird alles erlebt, auch die Trennung. Alles davon ist Illusion, weil alles davon relativ wahrgenommen wird. Nichts darin ist für alle gleich. 2. Langsam wird mir klar, dass ich weder mein Name bin, noch mein Auto, noch mein Haus, auch nicht mein Job, mein Fußballverein, nicht meine Familie und auch nicht mein Land. Ich bin nichts von alledem, egal wie real ich das mal so gesehen habe. Nein, ich bin nicht Deutscher oder nicht Deutscher, weder Bettler noch Prinz, weder rechts noch links. Ich bin nicht Christ, nicht Moslem, nicht Buddhist. Ich bin von alledem alles genauso, wie ich es nicht bin. Ich bin klares Bewusstsein, frei von den Grenzen des verklärten Verstandes, der nur denken kann, was er denken darf. Frei von Urteilen und Rahmenbedingungen. Frei von Freude und von Leid. Frei, alles davon nach Belieben zu erleben. Indem ich einfach nur meinem Interesse hinterherlaufe. Frei von der Illusion, es bräuchte eine Wahrheit. Ich sehe die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und ich erlebe mich in mir selbst, so wie jeder andere auch. 1. Ich nehme den Raum um mich herum wahr, nicht mehr den Raum, in dem ich bin, sondern den Raum, den ich um mich herum projiziere. Ich bin im Innern und nehme das Außen aus mir selbst heraus wahr, so wie es immer schon war, als einen Spiegel meines Selbst. Ich sehe den Spiegel, der mir immer nur zeigen kann, was mein Geist zu interpretieren in der Lage ist. Aber mein Geist wird hier in diesem Moment zu einem Werkzeug, das genau wie das Ego bei jedem so funktioniert, wie er programmiert ist. Ich bin weder das eine noch das andere, doch ich kann es nutzen und sehe, wie ich das auch immer schon getan habe. Ich habe mich alles so sehen und erleben lassen, wie ich es dann durch das Ego erleben konnte. Aber ich bin nicht dieses Ego. In diesem Raum, in diesem Moment, in dem ich wieder das, was ich bin, bin mit allem bedingungslos verbunden, also Teil des Einen. Ich bin das Eine und von hier aus kann ich alles in mir beobachten. 0. Meine Augen sind weit offen, bereit zum Staunen und Lernen, setze ich meinen ersten Schritt, um diese neue Welt mit Interesse
und Begeisterung kennenzulernen. Es ist meine Welt und ich konnte nie eine andere erleben. Und nur ich kann sie gestalten. So wie andere mir das sagen, genauso wie ich es selbst gern hätte. Und jetzt habe ich nichts Besseres mehr zu tun.